Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir haben eine kleine Planänderung. Wir haben uns gedacht, dass wir vielleicht die Evolution starten neu, aber... Also, dass wir einen Generationssprung machen, aber wenn wir hier gucken... Dann bleiben ja zwei Festigungen über. Das heißt, wir müssen uns um diesen Altsteinzeit-Alligator-Krokodil-Dings, darum müssen wir uns ja kümmern. Das geht ja gar nicht anders. Wir brauchen ja die beiden Neuronen. Ja, also habe ich mir überlegt, wir sind ja letztens mit einer Greisin losgezogen. Vielleicht nehmen wir diesmal eine junge Frau, die schon zwei Kinder geboren hat. Damit hat sie ihre Pflicht und Schuldigkeit getan. Als Greisin wird sie wahrscheinlich... nicht mehr so produktiv sein für unsere Sippe hier. Wer ist denn gerade frei? Du sitzt hier gerade nur so rum. Ha, hab dich. Wer bist denn du? Luf. Luf ist gut. Luf, du bist doch eine Frau, oder? Luf ist weiblich. Ja, genau. Denn die Männer brauchen wir ja für später. Komm, nimm das Kind Huckepack. Nimm dir noch ein Kind Huckepack. Und nimm dir noch einen Knüppel. Die Männer, die brauchen wir ja für die Nachwuchsproduktion, wisst ihr? Babyfabrik und so. Oh, Luf, dir geht's aber auch nicht so gut, oder? Oh, besser als im Kreis letztens. Ach, Wack. Ja, Wack ging es noch schlechter. Ob du das schaffst, Luf? Geht das nicht schneller? Oh Mann, da bist du schon am Ende. Jetzt schon. Also, wir gehen wieder zurück. Da in der Gegend haben wir ja schon einiges an Betten und so, Schlafplätzen und so gelassen. Wir müssen nur erstmal an den wilden Schweinen hier vorbeikommen. Ja, und keine Angst, wir kümmern uns schon um die Kleinen. Wo sind die Schweine? Ach, da vorne ist noch ein Stück. Luf kann gut klettern, auch die Felsen schafft Luf ohne Probleme. Sieht schon so ein bisschen den weißen Blick, was heißt das? Ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet. Ein ganz so gutes Anzeichen kann es ja eigentlich nicht sein. Hier würde ich ganz gerne bleiben, aber wir haben hier gar nichts. Nichts zu essen, keine Pflanzen, keine Stöcke. Spitze Stöcke schon gar nicht. Wir haben unten Wildschweine, aber nichts zu trinken. Sind die Schweine weg? Ich höre zwar noch was, aber ich sehe nichts. Okay, die Schweine... Okay, wir laufen sowieso hier oben entlang, okay? Das hier wäre doch auch ein schöner Platz. Ich brauche die Shift-Taste gar nicht gedrückt zu halten. Die Shift-Taste hilft dir nicht. Die Leertaste sollen wir drücken. Da haben wir Obsidian, Steine. Also der Krokodilteich, der müsste eigentlich da vorne gleich sein. Knochen hier? Was bedeutet das denn? Ein wildes Tier ist in der Nähe vielleicht. Oh nein, was ist das denn? Die Gegend sieht ja ganz anders aus. Und da unten ist ein Säbelzahntiger. Ein schwarzer auch noch. Ja, da müssen wir wohl hier oben entlang. Wenn wir uns nicht mit dem anlegen wollen. Oh nein, Luf hat Hunger. Haben wir hier oben irgendwo was zu essen?
Ich glaube erstmal nicht. Luf, du musst durchhalten. Rauf da. Und rauf da. Moment mal, das sieht hier irgendwie alles ganz anders aus, als ich das in Erinnerung habe. Hier sollte ein Dschungel sein, mit Wasser und sowas. Und da vorne ist Wasser? Ja, aber das meine ich nicht. Du hast Durst, ja? Immer mit der Ruhe, so schnell verdurst der Mensch nicht. Das geht ja gar nicht. Vielleicht müssen wir weiter rauf. Vielleicht war unser Gebiet da oben, aber das war schon irgendwie auch so ein bisschen Sumpf mit den Ottern und so. Da vorne ist ein Tümpel. Ist das ein Tümpel oder ist das nur Wüste? Okay, stell dich mal hin. Hey, guck mal. Das ist bestimmt da oben. Wir sind irgendwo abgebogen, falsch. Okay, riechen können wir auch. Riecht's hier nach Essen? Da riecht es nach Essen. Wow, und reichlich nach Essen riecht es. Hammer. Und was hörst du so? Ah, okay, wir sind zu weit oben. Hier oben hören wir nicht viel. Okay, wir müssen erstmal was trinken, ich merke das schon. Irgendwas hat uns gesehen. Okay, dann schnell wieder rauf. Das ist aber bedrohlich nah. Was auch immer uns da gesehen hat gerade. Können wir das nicht bedrohen? Bedrohe mal, du hast zwei spitze Stöcke und bist jung. Nee, das kriegen wir nicht weg. Ja, das da vorne ist ein Teich oder so etwas in der Art. Das Ding kann uns doch nicht so weit verfolgen jetzt. Ah, es hat uns verloren, okay. Wir müssen bestimmt da rauf. Können wir hier irgendwo rauf? Immer mit der Ruhe. Du musst nur noch darauf. Oh, das schaffen wir nie. Das schaffen wir nie. Erstmal was trinken. Das sieht doch gut aus hier. So, einmal umgucken, links und rechts. So viel Kram. So viel Platz. Und es gibt sogar Fischgründe. Und riechst du was? Oh, viele Sachen zum Essen. Essbar, essbar, essbar. Hörst du was? Nicht zu hören hier, hä? Okay, dann leg das weg. Und trink erstmal eine Runde.
Inspizieren. Das ist gut, okay. Aber Krokodile wird es ja auch nicht geben. Ja, aber der Platz ist vielleicht besser als der, an dem wir jetzt sind. Ich dachte, wenn wir uns hier so niederlassen, oh, das haben wir noch nicht erkundet, ja? Da! Oh, das war's nicht. Ich fürchte, das, was wir suchen, das wird oben sein, oder? Also, wir müssen wahrscheinlich da oben rauf, so wie das gerade ausgesehen hat. Hier in der Ecke gibt es nichts, nur gefährliche Sachen. Komm schon, wenn du das immer wieder machst, dann schaffst du es irgendwann. Palmen. Aber ein Bett kannst du doch da bauen, oder? Hast du das nicht gestapelt? Oh, ob wir da raufklettern können? Na, ich weiß ja nicht. Rein damit. Besser als nichts. Dopamin. Und essen. Na, da geht aber noch was rein. Na dann, lass es dir schmecken. Und das andere? Schmeckt das immer noch? Okay. Aufi, aufi. Kommen wir darauf. Halt dich daran fest. Oh Mann, das geht nicht. Vorbeigesprungen. Wenn wir hier raufklettern. Oh.
Wir hätten uns so ein paar Palmenblätter mitnehmen sollen, dann hätten wir hier ein Lager bauen können. Ach, das schaffen wir doch. Du bist total fit. Komm schon, hoch da. Hoch. Willst du? Willst du da hoch? Ja, du willst da hoch. Hier ist doch auch gut, erstmal zum Ausruhen. Hilft nichts, du musst weiter hoch. Coole Höhle hier eigentlich. Naja, es geht so. Ziemlich weit hoch, hier ist nichts. Nichts zu holen hier. Oh Mann. Schaffst du das da hochzuklettern? Von hier aus ist das doch ein Kinderspiel, oder? Boah, echt gut. Müssen wir etwa noch weiter rauf? Oh Mann. Ja, da benutzen wir aber die Bäume dafür. Hier steht zufälligerweise ein schöner Baum. Was ist denn das? Was machst du denn da? Ich möchte zum Baum. Da oben ist doch ein Baum. Dann musst du die Wand nehmen. Leichteste Übung. Free Climbing. Ja, wir haben ja die Babys dabei. Ja, was soll denn das heißen, wir haben die Babys dabei? Wenn wir stürzen, dann fallen wir wenigstens, dann landen wir wenigstens weich oder was? Wie fies. Wir müssen da rauf. Hilft nichts. Du hast gut gegessen. Und getrunken auch. Warum geht das nicht? Was machst du da? Oh nein! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mach doch sowas mit mir nicht. Okay, ich sehe schon. Was? Es wird kalt? Ich sehe schon, habe ich gesagt. Ich weiß doch, wie es hier rauf geht. Weiter. Ich sehe doch hier eine Möglichkeit. Du schaffst das. Du musst es schaffen. Du bist gleich am Ende. Jetzt regnet es auch noch. Du bist... Spring doch da hoch. Geh doch da hoch. Geh doch da hoch. Wieso gehst denn du nicht da hoch? Ach Mann. Kehr. Dann musst du da erstmal runter und dich ausruhen. Kehr. So ein Theater hier. Ich hätte den Baum genommen, aber du willst ja nicht. Und dann wir darauf? Ja, jetzt geht's. Ist ein bisschen steil. Oh oh. Können wir uns hier ausruhen einmal? Ruh dich aus. Ruh dich. Ja, okay, dann weiter raus. Du schaffst du das nicht da hoch, aber hier hangelst du dich rum. Oh Mann. Okay, wir schaffen es von hier nicht darauf. Ich merke das schon. Ungeschickt.
Keine Sorge, das ist kein Beinbruch. Ja doch, das ist einer, aber das kriegst du schon hin. Ja, jetzt wirst du nass. Also da hoch geht's nicht. Habe ich doch schon gesagt, es geht nicht da hoch. Aus irgendeinem Grund dürfen wir nicht darauf. Okay, dann aber runter wahrscheinlich. Lass dich einfach fallen. Ein bisschen doch nur. Komisch. Und das hier haben wir wieder nicht entdeckt. Ich hoffe, wir können hier schlafen wenigstens, sonst bauen wir 2 Meter weiter ein Bett. Schnuppern. Und rein damit. Das andere auch. Schnuppern. Und essen. Na gut. Wir bauen uns irgendwo anders ein Bett. Na gut, schlafen und damit bedanke ich mich dann für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.